Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Low Rims Design. Heute geht es wieder um den guten Burschen und zwar mit dem Thema Blecharbeit. Ja, wir waren nicht ganz untätig in der letzten Zeit. Wir haben schon angefangen, wie ihr grob sehen könnt, Kotflügel, Stoßstange, Motorhaube, alles drunter weg. Gut, Motorhaube war schon ab, aber wir haben jetzt das Gerippe quasi vorliegen und sehen jetzt, ja, einmal, was hat der Unfallschaden gemacht, wie wurde er instand gesetzt, B, wo sind rosttechnische Probleme und dann würde ich sagen, schauen wir uns das mal eben einmal an, dann kann ich euch das genauer zeigen. Und zwar waren wir, Moment, ich hole mal eine Lampe. Hier steht eine große. Ja, wir nehmen die kleine hier, das reicht dafür. Und zwar haben wir hier schon den großen Träger rausgeflext, der den Dom stabilisiert und in Form hält, weil der hatte nämlich ganz schön einen mitbekommen durch den Schaden. Und wir haben hier soweit, wie gesagt, alles abgebohrt über die Schweißpunkte, also sprich nicht einfach sinnlos rausgeflext, sondern wie ihr hier sehen könnt, über die Schweißpunkte. Ich kann euch auch kurz zeigen, wie das Ganze aussieht. Und zwar ist das hier der alte Träger, klar, hier außen drumherum, wie er jetzt verformt ist, den haben wir halt abgeschlagen. War er unten ziemlich angegriffen, demoliert und er hat hier diese dicke Delle, das konnte man schon sehr stark sehen und unten war er auch schon eingekerbt. Das sind halt Reststücke, die unten drunter waren und wir konnten über BMW ein originales Blechteil bekommen, hier mit originaler BMW-Nummer. Haha, verkehrt rum. Das macht nichts. Tada! Nägel New, original BMW. Und dieses Blech kann ich euch mal zeigen. Kommt wieder an die ursprüngliche Position. Und zwar exakt so. Damit haben wir dann erstens einmal die Möglichkeit zu zeigen, wo muss der Dom noch hin, weil jetzt haben wir, weil jetzt nicht mehr so viele Versteifungsbleche vor Ort sind, können wir den Dom besser richten, weil er, ich sag mal, ganz leicht verdellt ist. Das Auto läuft gerade, wir haben ihn auch sogar einmal schon vermessen. Das passt alles, das ist alles okay. Der Unfallschaden wurde halt zu damaliger Zeit instand gesetzt, als das Fahrzeug nicht extrem viel Geld wert war. Da lag so ein Auto, ich sag mal, bei knapp unter 10.000 Euro. Aber nichtsdestotrotz sind wir jetzt am Zuge und wollen das Ganze besser machen. Ja, und das ist jetzt der erste Schritt. Das tat ganz schön weh, da mal ein bisschen reinzusägen in die alte Karosse, aber nichtsdestotrotz ist das, glaube ich, die vernünftigste Version und die vernünftigste Möglichkeit. Dabei haben wir eigentlich nicht sonderlich großes Entsetzen gehabt. Lediglich hatten wir nur einmal ein Blech, da können wir mal einen kleinen Ausschnitt zeigen. Und zwar der ein bisschen malträtiert worden ist. Und dann haben wir jetzt soweit das blank gemacht. Jetzt geht es demnächst los, dass wir hier drumherum alles blank machen, hier die hässlichen Punkte alles wegmachen, dass man das wieder schön verschleift. Ja, dann Thema. Eine Frage hätte ich noch. Jawohl. Das Reparaturblech auch BMW-Preise oder? Natürlich hat man da auch sein Vitamin B. Liebe Grüße an Tobey und Toni. natürlich gibt es da auch die Möglichkeiten, da noch ein paar Bleche zu bekommen über BMW. Leider auch nicht mehr ganz alles. Wir hätten ganz gerne hier dieses Abschlussblech, was hier oben komplett aufliegt, hier rüber. Das hätten wir gerne auch nochmal neu, weil das im hinteren Bereich jetzt, wie gesagt, einmal abgeschnitten ist. Und hier vorne, ich sag mal, wurde das alles verkittet und nicht sonderlich schön gemacht. Das wäre schön, wenn man das noch neu bekommen würde. Leider haben wir nicht die Möglichkeit dazu, das mehr zu organisieren. Falls ihr irgendwie noch jemanden kennt, der einen kennt, dessen Kante einen Bekannte, der darf sich gerne bei uns melden. Einfach in die Kommentare da unten. Genau, da lasst gerne mal was da. Ja, Schlossträger ist leider kein Originaler, wie man auch unschwer, ich sag mal, hier oben erkennen kann, weil, ich sag mal, nicht sonderlich schön alles verarbeitet. Aber wir haben uns dazu entschlossen, weil Haube, Spaltmaß und sowas sehr, sehr gut passten, den Träger drinnen zu lassen. Wir werden den nur etwas überarbeiten und, ich sag mal, schön verschleifen, neue Punkte einsetzen, dass wir den besser verheften können wieder. Und anschließend wird nachher alles einmal neu lackiert. Was ist noch Interessantes zu sehen? Und zwar hier wurde auch an Kit nicht gespart. Da haben wir erstmal alles voll geschmiert. Der Korrosionsschutz hat funktioniert. Optisch natürlich nicht der Brüller. Man sieht es natürlich nicht, weil es vom Kotflügel her abgedeckt ist, aber das werden wir dann auch noch einmal schön machen. Sonst sieht es soweit eigentlich, nicht unbedingt schlecht aus. Der Vogel steht echt gut da. Auch gerade sonst im Motorraum nichts Negatives großartig mehr zu entdecken. Keine unangenehme Überraschung.
Ja, Kotflügel konnten wir auch da nochmal originale neue Sport-Evo-Kotflügel bekommen. Ja. Und die sollen dementsprechend natürlich auch lackiert und montiert werden. Die Sport-Evo-Kotflügel ist nur ein ganz kleiner Unterschied. Und zwar vom Kotflügel selber her ist das kein Riesenunterschied. Und zwar der Kotflügel selber von der Form her und sowas ist exakt gleich. Allerdings ist der Radausschnitt deutlich kleiner. Oder in Anführungszeichen deutlich kleiner, aber ich sag mal grob um die Hälfte. Weil das war damals der Gedankengang von BMW, dass das sozusagen auch mit 18 Zoll Motorsporträdern funktionieren sollte. Dementsprechend hat man dann etwas mehr Freiheit, was wir natürlich zweckentfremden wollen oder Swag entfremden, um halt noch tiefer zu fahren, um ja, damit es dementsprechend ein bisschen adretter aussieht. Ja, so, dann ist, glaube ich, noch für euch ganz interessant, und zwar, wie haben wir das Ganze angegangen im Bereich Versteifungsblech ausbohren, das können wir euch eigentlich mal recht kurz erläutern. Und zwar ja, haben wir da sogenannte Schweißpunktbohrer für genommen. Die Schweißpunktbohrer zeichnen sich, warte mal, ich habe noch eine Idee. Und zwar, wir gehen jetzt heute mal an die Erklärbär-Tafel. Von daher, komm mit. Ja, so, also zum Thema Schweißpunktbohrer. Und zwar, im Grundlegenden ist eigentlich der Schweißpunktbohrer soweit recht ähnlich zum normalen Bohrer. Jedoch unterscheidet er sich in einem kleinen Detail. Ich kann euch das mal zeigen an unserer schönen Erklärbär-Tafel. Danke, Janos. Und zwar ist ein normaler Bohrer, ich sag mal, recht simpel so aufgebaut. Der Schweißpunktbohrer hingegen ist, ich sag mal, in der Spitze her sehr flach und hat dafür lediglich eine kleine Zentrierspitze, die wir quasi hier mal sehen können. Ja, genau. Und dann ist es halt recht simpel. Und zwar besteht das Ganze ja immer aus zwei Blechen, ich sag mal das Karosserieblech, was so voreinander steht. Und ja, das ist ja nie voll verschweißt, sondern ist immer nur, ich sag mal, punktmäßig verschweißt. Das heißt, es ist jetzt, ich sag mal, hier ist jetzt ein Schweißpunkt, der die beiden Bleche miteinander verbindet. Das heißt, im obrigen Loch, im obrigen Blech ist quasi ein Loch. Das heißt, es ist einfach nur, ich sag mal jetzt von oben gesehen, ein Blech so. Und dann das zweite Blech, was oben drüber kommt. Das besteht, ich sag mal, so daraus und hat oben ein Loch. Die werden beide übereinander gesetzt und anschließend geht man mit dem Schweißgerät auf dieses Loch, macht das Loch voll, verschweißt das und dadurch hat man beide Bleche miteinander verbunden. So, und jetzt gilt es darum, dass wir genau diesen Schweißpunkt quasi aufbohren mit unserem Schweißpunktbohrer. Das heißt, wir können hier in der Front am besten einen Körnerpunkt setzen, wodurch unsere Zentrierspitze uns nämlich gut zur Seite steht. Das heißt, der Bohrer läuft nicht weg, sondern bleibt auf dem Schweißpunkt sitzen. Und den können wir dann, ich sag mal, vorsichtig abtragen. Und wir wollen eigentlich vom Prinzip her gerne, dass wir nur die obere, ja, oder das obere Blech, sag ich mal, durchbrechen und nur das abtragen, damit wir nachher den Schweißpunkt, ich sag mal, in diesem Bereich hier auflösen oder ich sag mal, in Späne wieder verwandeln. Zauberei. Und zwar, ja, dass das untere Blech bestehen bleibt. Wenn man nachher durchbohrt, was uns natürlich auch passiert ist, ist es nicht sonderlich tragisch, weil das können wir nachher eh wieder verschweißen. Wie wir da genau vorgehen, zeigen wir euch dann später nochmal im Detail. Aber vom Grundlegenden her soll es das erstmal gewesen sein. Und ja. Und zwar, wie werden die Schweißpunkte freigelegt? Wie erkennen wir die Vögel? Und zwar haben wir eigentlich diesen Onkel dafür. Und zwar einfach nur einen Drahtbürstenaufsatz für Flex-Bohrmaschine oder ähnliches. Und da können wir euch mal eben einmal zeigen, wie wir die Kollegen freilegen. So. Ups. Gehst du auch Skifahren mit der Brille? Ja, logisch. Okay. So, und zwar haben wir hier zum Beispiel, da sehen wir noch einen Schweißpunkt, da ist jetzt noch nicht ganz sauber. Wir haben schon natürlich einiges vorgearbeitet, aber... So, und zwar...
zwar sehen wir jetzt hier, wie sich da das Blech abbildet. Und dann sehen wir dort den Schweißpunkt. So wollen wir ihn ausbohren. Da sehen wir ihn, weil wir ihn jetzt freigelegt haben. Hier, wenn man genau hinschaut, sieht man dort und dort auch schon die nächsten Schweißpunkte. Aber da würden wir jetzt theoretisch einen Körnerpunkt setzen oder gegebenenfalls es halt auch so schon probieren. Und dann, wie gesagt, das erste Blech durchbohren bis aufs zweite Blech. Das dann natürlich nach Möglichkeit nicht unbedingt durchbohren, damit wir das leichter haben, nachher wieder zusammenzusetzen. Aber so ist eigentlich der Werdegang.